Ihr macht euch nicht lustig über mich. Ich wäre dankbar, wenn ich nur eine Nacht Ruhe hätte. Tagebuch aktualisiert. Wir haben einen müden Fischer namens Jonen getroffen, dessen Schlaf von Träumen gestört wird, indem eine Frau auf den Wellen geht und für ihn singt. Wir sagten, wir würden versuchen, ihm zu helfen. Doch wie vertreibt man eigentlich Träume? Ich werde sehen, was ich tun kann. Sobald mir etwas eingefallen ist, komme ich zurück. Ja, und das ist jetzt im Tagebuch unter Aufgaben, das Traumlied. Und ja, das Schlimme ist, ich kenne Osthafen. Also ich kenne eigentlich Eis mit D sehr gut. Wie gesagt, ich habe das schon einmal durchgespielt. Weiter. Also ich erinnere mich nicht an alle Details, wo welcher Gegenstand liegt, aber ich erinnere mich an die Story, ich erinnere mich an die Gebiete. Gerade Osthafen erinnere ich mich sehr gut. Vorwärts. Was liegt hier drin? Winterwolfspelz, der ist wertvoll. Mehrere scharfe Werkzeuge zum Häuten liegen neben zwei Hundeköpfen. Und ja, wenn wir den einfach so finden und mitnehmen können, dann ist gut. Und ja, hier sollten wir erstmal noch nicht reingehen. Ich weiß nämlich nicht mehr, welches von beiden Gebäuden es war. Es war auf jeden Fall eins von den beiden. Das wird uns Aspel jetzt gleich verraten. Oh, den Göttern sei Dank. Wer immer ihr seid, ihr könnt genau im richtigen Moment vorbei. Ich könnte wirklich Hilfe gebrauchen. Mein Name ist Brenway und wer seid ihr? Mein Name ist Aspel, aber bitte, wir haben keine Zeit für solche Hilfigkeiten. Ich brauche eure Hilfe. Und nicht das Problem. Ein Wolf ist irgendwie in meine Werkstatt gelangt und tobt nur darin rum. Er hat mich angegriffen, als ich den Laden heute Morgen aufschloss. Ich habe einen solchen Schreck bekommen, als ich das Tier sah, dass ich den Schlüssel im Schloss abgebrochen habe. Als ich versuchte, davon zu kommen. Jetzt komme ich nicht mal mehr hinein. Eure Werkstatt? Was verkauft ihr denn? Ich bin Fischbeinschnitzer. Ich schnitze aus riesigen Schädeln von Knochenkopfforellen kurz vor Gegenstände. In diesem Sommer werden Südländer hierher kommen, um meine Arbeiten für ihre Kunst Läden zu erwerben. Das heißt natürlich nur, wenn es mir gelingt, irgendwelche Arbeiten fertigzustellen. Verdammter Wolf. Hört auf zu jammern, also miese Peter. Warum seid ihr kein Mann? Geht wieder rein und tötet das Biest. Was genau soll ich tun? Ich wäre überaus dankbar, wenn ihr hineingehen und das dämliche Viech für mich erledigen könntet. Dann könnte ich mich wieder an meine Fischbeinschnitzerei machen. Zunächst müsst ihr allerdings ein Mittel finden, die Tür zu öffnen. Und wie soll ich die Tür aufkriegen, wenn ihr den Schlüssel im Schloss aufgebrochen habt? Das ist doch egal, tretet es ein, wenn es sein muss. Ich bin sicher, dass es mit dem Schaden, den das Monster darin anzurichten vermag, nicht vergleichbar sein wird. Gut, ich werde euren ungebetenen Gast herauswerfen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Die Tür zu meiner Werkstatt ist gleich um die Ecke. Bitte seht zu, dass ihr den Höllenhund so bald wie möglich erledigt. Ja. Traumlied. Aspels Wolfsproblem. Wir haben uns bereit erklärt, dem alten Fischbeinschnitzer Absel zu helfen, um den Wolf in seiner Werkstatt zu erledigen, der sich dort irgendwie eingeschlichen hat. Ja, ist die Frage. Worum handelt es sich? Können wir das so gut? Ja, können wir sofort. Also wir können es versuchen, auf jeden Fall. Mal sehen, ob es gut geht. Das war jetzt unser Quick Save. Erstmal müssen wir das Schloss aufkriegen. Und dann schicken wir unsere Waldläuferin herein. Schlösser knacken bringt übrigens in diesem Spiel keine Erfahrungspunkte. So. Und genau das wollte ich machen. Den Wolf bezaubern und dann rennt er weg. So, dann können wir uns hier drin ja noch umgucken. In dieser Ecke fehlen Dielenblätter, Spuren von Zähnen und Krallen legen die Vermutung nahe, dass sie von unten durchgebissen wurden. Also da ist er reingekrochen. Diese Vitrine enthält verschiedene wunderschöne geschnitzte und polierte Geräte. Da ist ein Bett auf Podest. Auf dem Tisch liegen einige Fischbeinschnitzereien. Jede scheint sich auf eine andere Stufe der Vollendung zu befinden. Diese hölzerne Werkbank ist übersät mit Werkzeugen und Spänen von Fischbeinschnitzereien.
Auf diesen Regalen wurden Gräten von Knöchelkopfforellen schön säuberlich nebeneinander Schau mir ruhig aufgereiht. zu. Wahrscheinlich zum Trocknen. Also ja, eine Schnitzerwerkstatt. Das ist der Grund, warum ich in diesem Spiel immer entweder einen Waldläufer oder einen Druiden dabei habe oder am besten beides. Ich möchte diesen Wolf aus Grundsatz nicht töten. Wie kann ich helfen? Dein Befehl? Und ich finde es sehr toll von den Entwicklern, dass sie einem ja? diese Möglichkeit ja? Einverstanden. bieten, den Wolf loszuwerden. Sag, was du vor. In Ordnung. Ah, mein Freund, ich bin froh, dass. Ja, der Text ist halt. Immer noch. Ist halt immer der gleiche. Aber der Wolf ist halt abgehauen. Ah, mein Freund, ich bin so froh, dass der Wolf tot ist. Danke für eure Hilfe. Hier habt ihr eine kleine Entschädigung für eure Mühen. Danke, ich muss jetzt gehen. Lebt wohl. So, wieder 1200 Erfahrung. Wir haben Aspels Dolch gekriegt und 25 Gold. Wir können mal in die erledigten Aufgaben schauen. Flasche für den alten Jett. Wir haben dem alten Jett, einem Fischer von Osthafen, eine Flasche Wein gebracht. Wir haben es geschafft, den Wolf aus Aspels Werkstatt zu beseitigen. Die Bestie muss eingebrochen sein, um die Fischgräten zu schnappen, die der alte Mann dort gelagert hatte. Aspel war furchtbar erleichtert und schenkte uns zur Belohnung etwas Gold und einen Fischbeindolch. So, Aspels Dolch hat ein ETW von minus 1, ist einhändig und ist was für unsere... Schurken. Sieht so aus, als ob hier Gelb hervorgehoben wird, wer mit dem Ding am besten umgehen kann. Während abgedunkelt ist, wer damit gar nichts anfangen kann. So. Warum auch immer ich hier Beidhändigkeit gegeben habe, sie kann nicht gleichzeitig eine Armbrust und zwei Waffen tragen. Ach, egal. Wie kann ich einverstanden? Gut, das heißt, wir können jetzt mal in das Lagerhaus gehen. Ja, Stadtbewohner. Kurin. Dein Befehl? Vorwärts! Guten Tag, ich bin Kurin. Wie kann ich euch helfen? Seid gegrüßt, ich bin Breno. Ihr, was macht ihr hier? Guten Tag, Kurin. Habt ihr von irgendwas Interessantem gehört, das in letzter Zeit in Osthafen passiert ist? Nein, nicht nötig. Ich bin auf dem Weg woanders hin. Lebt wohl. Nehmen wir mal das Erste. Ich? Naja, nicht viel. Ich verwalte dieses Lagerhaus hier für den Fischhändler Gaspar. Ich werde dafür bezahlt, hier während der harten Winter Beinschnitzer ein und Vorräte für den Notfall zu lagern. Das scheint in einer Gegend wie dieser auf jeden Fall sehr wichtig zu sein. Was macht der Rest von Osthafen? Harte Winter, ja, klingt gut. Ist in der Stadt in letzter Zeit irgendwas Interessantes passiert? Sicher eine wichtige Arbeit. Ich muss gehen, Corin. Lebt wohl. Nehmen wir das Erste. Nun, die meisten Fischen im Dinner... Dinnesee, Knöchelkopfforellen. Damit kann man zwar nicht sonderlich reich werden, aber wenn man hier oben lebt, kann man so trotzdem ein gutes Leben führen. Achso, habt ihr in letzter Zeit in der Stadt irgendwas Interessantes gehört? Naja, bei all der Zeit, die ich hier in diesem vollgestopften alten Lagerhaus verbringe, bekomme ich wirklich Klatsch und Tratsch mit. Wenn ihr wirklich wissen wollt, was hier los ist, solltet ihr ein paar Runden in der Taverne zur Winterwiege ausgehen. Ihr werdet feststellen, dass Trinken und Seemannsgarnspinnen zwei der beliebtesten Hobbys im Osthafen sind. Interessant, sagt, wovon lebt ihr, Kurin? Naja, okay, er sagt nichts weiter. Die Taverne... Gut, ja, okay, sicher eine wichtige Arbeit. Ich muss gehen. Okay, er hat nichts zu sagen. Die beiden werden auch nichts als das Standardzeug zu sagen, ja, was es wir soll eh schon geschehen. Hatten. Es soll geschehen. So, jetzt gehen wir hier runter. Denn hier ist eine seltsame blauhäutige Frau, die übers Wasser wandeln kann. Ja, und wenn ich so die Karte angucke, sind wir auch schon am hier auf der Seite am Kartenrand. So, hier machen wir dann wieder unseren Quicksave.
Fehlt da nicht jemand? Ach nee, steht hier dazwischen, Lunastra. So. Worum handelt es? Sofort. Nehmen wir mal Silastra, weil sie Elfe ist. Kann sie sicherlich mit einer seltsamen blauhäutigen Frau reden? Diese Frau hat eine Haut wie die Oberfläche des Sees, helles grünes Haar und feine Gesichtszüge wie die einer Elfe. Wenn ihr euch nähert, beginnt sie eine sanfte, fließende Melodie zu singen. Die klingt wie eine starke Unterwasserstimmung, aber ihr wisst nicht, warum der Gesang euch daran erinnert. Nach einigen Augenblicken endet der Gesang und das Gefühl verschwindet. Die Frau blickt euch hoffnungsvoll an. Dieser Gesang, seid ihr etwa die Frau, die Jun in seinen Träumen sieht? Von Elfe zu Elfe bitte ich euch, die Sprache derer zu sprechen, die an Land wandeln. Was hat euch aus eurer Heimat im See hierher gebracht, Schwester? Wer bei den neuen Höllen seid ihr? Was tut ihr hier? Oh, tut mir leid, aber ich verstehe euch nicht. Nehmen wir mal die zwei. Die Frau sieht euch schmerzlich an, aber sie antwortet nicht. Ja, an den Ufern des Kuldahas sind wir einer seltsamen blauhäutigen Frau begegnet. Sie sprach in Liedern und schien betrübt darüber zu sein, dass wir sie nicht verstehen konnten. Irgendetwas muss sie bewogen haben, nach Osthafen zu kommen, aber wir wissen nicht, was. Ja, ich kann sie bedrohen auf zwei Arten. Ich kann ihr Lebewohl sagen. Ich kann nach dem Gesang fragen. Jonin? Ja, Jonin. Ihr seid die Frau aus seinen Träumen, nicht wahr? Ja, ja. Haben eure Augen ihn erblickt? Wisst ihr, wo er wandelt? Ja, ich habe vor kurzem mit ihm gesprochen. Er sieht euch in seinen Träumen, doch er weiß nicht, was ihr von ihm wollt. Was wollt ihr von ihm? Ich bin Elysia des Himmelsspiegels. Mein Herz gehört Jonin, doch er darf mich nicht in Fleisch und Blut sehen. Sonst werde ich zu einer Welle am Ufer. Ich habe ein Geschenk für ihn. Einer von seinem Blute gab es mir vor langer Zeit. Auch er hielt mein Herz gefangen, doch nicht so wie Jonin es jetzt gefangen hält. Ein Geschenk, was meint ihr? Vor vielen Spiegelungen des Mondes geschah es, dass der vom Geschlecht Jonins in die Tiefen des Sees fiel. Er kämpfte gegen die letzten der großen weißen Schlangen, die auf den nördlichen Winden schwamm. Die Königin Ikara sagt, die nun leblos auf dem Grund des Sees liegt. Ich gab ein Versprechen, das ich halten muss. Was für ein Versprechen? Der, von dem Jonin abstammt, bat mich, die Klinge den von seinem Blute zurückzugeben, falls die Königsschlange Ikasaracht sein Leben trinken sollte. Das tat sie doch nicht, bevor er ihr den Todesstoß versetzen konnte. Aus den Tiefen des Sees habe ich die vollgeschmiedete Klinge herausgeholt, die Ikasaracht das Leben nahm. Sie ist dazu bestimmt, nun Jonin zu gehören. Ihr wollt also Jonin das Schwert seiner Vorfahren zurückgeben, doch ihr könnt es nicht, weil ihr euch im Wasser auflöst, sobald ihr euch erblickt. Es ist eines der Gesetze der Länder unter dem Spiegel des Meeres. Wollt ihr Jonin dieses geben und ihm meine Liebe bringen? Mein Gesang gehört ihm, mein Herz gehört ihm. Ich werde dafür sorgen, dass Jonin die Klinge erhält, Elysia. Hier, dann gebe ich euch diesen Gewahrsam. Bis euer Weg den Jonins Kreuz. Kommt wieder, wenn ihr ihm die Klinge gegeben habt. Ich muss wissen, ob sie zu ihrem rechtmäßigen Besitzer zurückgekehrt ist. Ich werde wiederkommen, sobald ich Jonin die Klinge gegeben habe, Elysia. Lebt wohl. So. Aihonens zerschmetterte Klinge ist leider nichts wert, aber wir können... Das Traumlied wurde geupdatet. Genau, an den Ufern Kuldahas sind wir einer seltsamen, blauäugigen Frau begegnet. Sie sprach in Liedern und schien betrübt darüber zu sein, dass wir sie nicht verstehen konnten. Irgendetwas muss sie bewogen haben, nach Osthafen zu kommen, aber wir wissen nicht was. Wir haben einen müden Fischer... Achso, das ist von unten nach oben. Wir haben herausgefunden, dass die blauhäutige Frau am See Elysia heißt und dass sie die Ursache für Jons Albträume ist. Sie schwor einem seiner Vorfahren, der Tod auf dem Grund des Sees liegt, dass sie dessen Klinge Jonen übergeben würde. Die Gesetze ihrer Gemeinde erlauben jedoch nicht, Jonen zu treffen. Wir kamen überein, Jonen die Klinge zu bringen und ihr anschließend mitzuteilen, ob unsere Mission erfolgreich war. Mhm. Sag, was du von mir willst. Ja, das können wir wegklicken. So, dann gehen wir erstmal nach hier oben. Und ich würde sagen, an dieser Stelle würde schon mal Zeit für einen Cut. Also
speichern wir das Spiel hier. Es gibt verdammt viele Quick-Saves übrigens. Speichern. Verdammt viele Autosaves. Und auch Quick-Save-Slots. So, das ist jetzt einfach LP001. Speichern. So, gucken wir mal kurz. Ja, LP001. Das finde ich übrigens auch seltsam an der Enhanced Edition, dass man trotzdem ins Hauptmenü zurückgeht, wenn man laden tut. Aber ja, es gibt mehrere Quick-Save-Slots auf jeden Fall. Gut. Und damit würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut und sehen uns gleich wieder.